Herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment. Patchstand Wattle auf dem Privatzauber Rising Gods hier in Unterstadt. Ja, ich bin hier rübergesprungen, um euch nicht nur den Briefkasten zu zeigen, aber das machen wir auch gleich, weil wir einmal hier stehen. Kupferring, Kupferring, Malachitring, Kupferring, 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 Malachitring, robuster Stein, Kupferring. Feuerflossen, Schnapper geht übrigens für 14 G raus, wie ihr dort seht, und Kupferring. Jo, da haben wir mal wieder ein bisschen was gemacht. 51 G, heute eingenommen 49 G. Ja, ich habe noch ein Frostöl gekauft. Dankeschön, diesmal war der Preis nicht ganz so teuer. Was ich zeigen wollte, das ist hier Reizenfernsblatt. Achso, das ist der Stoffrüstungshändler. Braunell ist für Kloster die Quest. Wir haben hier noch zwei Typen. Knallköpfe stehen hier. Ach nee, ich bin der Knallkopf, das sind zwei Typen. Und was ist? Die gibt uns eine Quest noch fürs Arati-Hochland. Nehmen wir an. Und das ist Uldaman. Nehmen wir noch nicht an. Machen wir später. Ansonsten wird es Questlog zu voll. Und dann geht's weiter in Terrens Mühle. Quantensprung. So, hier wieder in Terrens Mühle. Kennen wir Vorgebirge des Hügellandes. Wir gucken hier nochmal schnell, ob es noch ein paar Quests gibt. Ganz schnell. Und ach, hier, ich bin nicht gebufft, ja. Weil ich Talente lernen wollte. Bäh. Mich umkleiden. Jetzt ziehen wir das mal an. Und bing. Gib mal her, damit ich mich hier buffen kann für 10 Minuten. Aber der Hinkörper. Ach. Wie ich gerade sehe, habe ich hier unten noch gar keine Skills reingezogen. Hahaha. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Ach, und ich wollte so gerne jetzt ein bisschen mit dem Tank rumspielen. Ach Quatsch, dann machen wir das anders. Das kann ich ja offline irgendwann mal machen. Dann nehmen wir das wieder zurück. Geben uns ein wenig Mana. Nur ein wenig, dass ich wieder buffen kann. Ja. Schön geskillt, aber die Skills nicht reingezogen, ne? So, das. Und das. Lassen Einhand und Schild an. Ja. Ist nur ein bisschen albern, aber naja, gut. Was hat man denn hier oben? Das. Moment. Nee, Angel nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Umgegung. Nee. Oh, den haben wir noch. Den müssen wir gleich machen. Die Richtung. Sonst vergesse ich ihn nur. Frostdrachen. Schlammwühler. Nee. Allianzbeziehung auch. Nee. Komm, laufen wir hier hoch. Nee. Der will nur das Bier haben. Das kennen wir noch. Ja. Auch, aber hier können wir abkürzen. Und, ach Mann, macht doch immer weiter. Nee, 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 Martik, der Verbande, nee, der Gerüchte, nein. Von Dieben stehen unter Stadt, ja, später. Goldier, alles klar, da sind es nur im Moment die drei Quests. Pum. Na, das wird jetzt lustig. Ausgewichen. Ja. Bam. Und dann kann man hier auch wieder Mineralien einschalten. Ui, kritisch! So geht es natürlich dann auch. Dann haben wir den frischen Kadaver. Den braucht man. Deswegen bin ich hier unten lang geritten. Gut, hätten wir auch hier drüben holen können. Aber dann machen wir erstmal das. Was ist denn das hier? 10 Raufer. Die holen wir uns auch gleich. Eisen? Nee. Goldierkopf von Baron Vardas. Achso, hier habe ich schon angeschaltet, was wir noch erforschen müssen. Erforschen. Mhm. Warte mal. Manu. Erkunden, du Schwachkopf. Erkunden. Ja, das auch. Was? Ja, genau. Dalaran Krater. Und na, mach doch mal hops. Ja, ist ja gut. Ich habe einen Kadaver. Reicht.
Ach. Das wird ja dann natürlich. Die, was? Moment. Das geht auch mit grauen Mobs. Ist nicht wahr. Ist jetzt wirklich nicht wahr, oder? Ich bin mindestens 9 Stufen drüber. Oh, okay. Freut mich. Hätte schlimmer sein können. Block. Ja, nutzen wir den mal zum Instant Heal. Und hier ein bisschen Mana. Wobei, Leben habe ich genug. Nicht. Nö, den nutze ich jetzt nicht. Fast grün gewesen. Na gut. Den müssen wir das unten in Terrans Mühle nochmal probieren. Das will ich jetzt einfach nur wissen. Ja, bumm. Und bumm. Und bumm. Ah, jetzt trifft er schon ein bisschen besser. Zufall. Reiner Zufall. Ach, wir machen doch mal kaputt hier. Ich stehe eine Weile. Dann tickt er runter. Oh, nützt mir auch nichts. Dann geht das nicht höher. Ich will Skillpunkte. 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 Skill doch offline. Wenn das weitergeht, mache ich das wirklich. Yippie, Treffer. Moment. Instant Heal. Mann, 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 Mann. Aber ich kriege ja Mana wieder beim Richten von Siegel des Befehls. Ist das auch schon mal nicht so schlimm. Hm. 30. 20 mal 5 sind 100. Und 100 wird es wesentlich besser gehen, denn. Hm. Instant Heal. Dafür haben wir es geskillt. Wisch. Instant Heal. Mein. Wisch. Zum Glück kriege ich mit dem Richten immer gleich. Wieder Mana wieder. So, zeig ich mal her. Komm, Mops. Riesen-Yeti. Ist man echt geneigt, mal zur Seite zu greifen und am Kaffee zu nippen. Was ich ja sonst nie mache. Wie könnte mir sowas nur einfallen? Na, dann machen wir doch mal eine Weihe. Sonst dauert das zu lange. Gut, man könnte das mal wieder einschalten, dann geht das auch schneller, wenn die sich selber hauen. Hm. Jo, nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Jetzt Amos. Nein, nicht Helgulas Gute. Den da. Machen wir gleich so. Siehste. Frustdrachen. Muss mit denen nicht ein Donnerfels abgeben. Ach, Jemi. Klunk. Na klar. Mechanik. Falkenauges Helm. 4 Stärke. 11 Beweglichkeit. 8 Ausdauer. Leder. Leder haben wir sowieso auf. Härte mit. Frostdrachens Mähne packen wir hier hin. Jetzt brauchen wir die Raufer. Boah, reite ich einfach durch. Erstmal ja, und den nehmen wir mal mit. Einfach nur weil es. Oh, nur früh. Dient jetzt nur dem Waffenskill. Zeug. Zumindest habe ich wieder Leben. Was ist denn hier los? Ausdauer? Nö.
alles anziehen. Was sind das eigentlich? 800 Grad Ogre. Mhm. Wo waren die rauf? War dann die drin? So, das. Und Galgeneck. Siehst du? Hier gibt's schönen Winterbiss. In Mengen und Wildstadtblume, jawohl. Und hier gibt's noch. Nee, noch nicht. Ja, die ziehe ich dann doch mal lieber. Gibt ja auch Waffenskill. Aha. Oh ne, da. Ich dachte schon, es geht besser mit Skillen, aber. Na, das täuscht nur. Immerhin 63, 64. Gehen schnell. Zack. 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 Ja, wenn du treffen würdest, würdest du dich selber kaputt machen, ne? Ach, Mann. Ja. Das dahin. Wieso habe ich da eigentlich das? Genau, so. Dann können wir darüber uns auch noch selber buffen. Rim, tim, 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 tim. Erstmal den hier. Die sind mittlerweile schon 37. Ach nee, das sind ja sogar die, die ich brauche. Dann kann ich den auch gleich mitnehmen. Klemm ich mir unter den Arm und lauf los. Ne? Au! Schwachkopf! Klopft der mich um? Alter, das sieht aber auch böse aus, wie der zuhaut. Der müsste mich ja schon fast spalten in der Mitte. Ach komm, dich kann ich doch rausziehen. Krieg ich doch aus gar keine Probleme mit dem Caster. Zack. Macht er das jetzt abwechselnd? Hm? Ja. Das macht die Weihe. Gehen wir auf den. Macht die Weihe. Ich will kurz sagen, macht doch nicht die Weihe. Jetzt reicht's aber. Stunden später. Mittlerweile schon extra bei 81. Hey! Nicht immer auf den Kopf. Ich werde dumm. Bist du schon? Bist du schon? Psst. Na, hörst du auf. So, können wir auch gleich mal eine große Heilung einsetzen. Crit! Doch nicht Crit. Ach, auch so schon fast voll. Lass mir mal wieder was von der Heilung. Ja gut, wenn du verfehlst, dann kann ich auch verfehlen. Das ist Stufe 27. Oh, ein bisschen wenig. Trotz Verfehlen noch geskillt. Fein. Raufer? Ja, Raufer. Komm her. Gut. Hier machen wir so rum. Leben kann im Moment nicht schaden. Ich überlege gerade, wo sind die meisten Raufer? Da scheint noch einer zu stehen. Das ist ein Caster. Das ist ein Magier. Das ist ein Magier. Das ist ein Caster. Ein Magier. So, da hinten. Vollstrecker. Hier wollen noch einen Raufer. Hau um. Auch noch Rückhalt. Puh. So, komme ich hier einfach durch? Nein, will ich nicht. Ich will den Magier. Huch, da ist noch ein Raufer. Huch, da ist noch ein Raufer. Da oben ist noch ein Raufer. Hier geht's ab. Stopp, passt. Schnauze, Knopf.
Den wollte ich eigentlich nur mitnehmen für die Kiste hier. Welkenring. Was liegt denn hier rum? Kannst du nicht an dich halten oder was? Kacken die hier in den Flur? Na, wirst du wohl. Ich würde nur noch den Ring gucken. 5 Int und 7 Wille. Stufe 35. Ja, schicke ich aus dem Heiler. Was soll's? Hier, wie geht's, ne? Mach mal kaputt und heile ich mal. So, Cutgars brauchen wir nicht. Da sind keine Stats drauf. Brauchen wir auch nicht. Den brauchen wir. Her damit. Kannst du das wieder zumachen? Jawoll! Und Heilung! Und weiter geht's. Jawohl. Und. Nö, nicht Heilung. Ich muss zuerst Zack. Etwas anvisieren. Na, das macht er und dann spart nicht. Mhm. Gut. Dann doch Heilung. So schnell ist er gar nicht wieder da. Das klingt aber komisch, wenn ich über einen Schnee latsch. Zack. Ja, jetzt könnte ich auch wieder den vorher schon hochkasten, bis der da ist. Ist der durch, aber. So kriege ich einen Instant. Oder eine Heilung. Ich will jetzt einfach ein bisschen sparen für Waffenskill, dass ich hier. Ah, 100 mal ein bisschen höher komme. Einhändig 16,1. Nein, das ist doch nix. So, was haben wir hier drüben rumstehen? Da haben wir noch einen Raufer. Hier ist der Kaster. Das dürfte der letzte Raufer sein. Jawohl. Komm mal her. Ah, wieder ein Stack voll. Schön, das gibt wieder Jolt. Und da oben ist dann auch der Händler für das Rezept Frostöl. Siehst du? Da oben Ufermauer. Kannst du hier runterrennen, da hoch, Rampe, da hoch und da rum. Frostöl gibt es nur bei dem. Ja, Rückhand. Machst richtig, machst rein. Zack. So, den haben wir. Und wir begeben uns jetzt hier rüber. Um den verrosteten Eisenschlüssel zu holen. Und dann befreien wir Goldier. Jo, und hier sind wir schon. In strahlbarer Brat. Hier immer vorsichtig sein, schön langsam laufen. Vorsichtig laufen, denn hier sind sie, nämlich im Stand. Wenn du hier zu viele ziehst, hast du ein Problem. Wie immer bei den Stealth-Mucks. Bei denen hier nur ein bisschen schlimmer. Alles wegrennen. Du bleibst und legst dich hin. Was? Muss da schwarze Seidenpack? Da ist der nächste. Schön durch den Zaun durch. Ah, ist angenehm mit dem Richturteil der Gerechten. Der Gerechtigkeit. Gut. So, jetzt wird's lustig. Ganz lustig. Komm, mach mal. Was? Mach mal so. Ja, keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Der hatte wahrscheinlich keine Lust. 3 Stärke, 11 Ausdauer. Nee. Nicht für 6 Ausdauer. So, hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Eigentlich, wo der Typ steht, der den Schlüssel droppt. Aber. Hier ist es, glaube ich, auf der Seite. Ganz vorsichtig sein. Da kommt schon der Erste. Dann machen wir das so, da kommt der Nächste. Dann machen wir das so. Dort kommt der Nächste. Siehst du? Hier kannst du nämlich schnell auf die Schnauze kriegen. Und hier kommt der Nächste. Und der rennt auch noch weg. Und der diesmal nicht mehr, weil so und so. So, mal das in die Cards. Nicht vergessen hochzuhellen. Wenn dir hier 2, 3 wegrennen, hast du ein sehr großes Problem. Noch haben wir den Knallkopf nicht. Und wie ihr seht, der steht hier. Muss er aufpassen. Dass du den nicht mitziehst.
Hier oben stehen, glaube ich, noch zwei, drei mehr, die man auch noch mitziehen kann. Das ist dann wirklich äußerst ungünstig. Oh, können wir gleich unbewaffnet mitgehen. Fein. Ja, ganz ja. Jetzt darfst du wegrennen. Da haben wir den verrosteten Eisenschlüssel. Wollen wir noch mal hochgucken? Naja, gut, haben wir wirklich fast alles gezogen, was es hier drin gibt. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag. Leder und, ja, wieder Heiler. Mhm. Soll er sich selber raussuchen. Wenn er es braucht, wenn nicht, ist egal. Kann er es verkaufen. Hier höre ich es wieder. Stealth Muck. So, und dann gehen wir mal hier drüben rein. Was ist denn das? Aramuk. Komm her. Und da legt er sich hin. Gut, das war's schon. Hier wirst du, Stealth. Zack. Hier kommt noch einer am Stealth. Dann machen wir mal das so. Den anvisieren und nicht wegrennen drauf. Und dann können wir auch eine Weiche stellen. Tickt die bis hoch? Jawohl, die tickt bis hoch. Schönes Ding, jetzt kommt runter. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, komm her. Ich brauche ein Ziel. Na, du kriegst gleich ein Ziel. Traut sich nicht? Doch. Hab mich versteckt. Kommst du? Jo, jetzt. Pump. Und brauchst nicht casten. Wart. Triffst du den mal? Jetzt. Dankeschön. Torschild. Mhm. Jo, Heiltrank haben wir da, haben wir da. Hier gibt's Bollengras im Haus. Mhm. Haben die eingepflanzt? Ich höre hier überall Stealth. Hier. Was denn jetzt? Achso. Nur mal ganz kurz gehangen. Ja, solange es nur mal kurz ist, ne? So, dat. Hier haben wir ihn gefunden. Raus damit! Was denn? Ja, hier hast du deinen Schlüssel. Geh jetzt. Ich gehe meine eigenen Wege, nachdem ich meine Geschäfte hier erledigt habe. Ah! Aber hier wird nicht ins Haus gekackt. Gut, wieder zurück. Erstmal hier rauslaufen. Die stehen alle noch da hinten. Bam, 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 bam. Ich bin immer noch in Fight. Ja, nicht gut, ja, nicht gut. Ja, den nehme ich so. Macht da aber nichts. Machen wir so. So, dann gibt ihr meine Heilung. Was braucht man denn noch erkundet? Zug, Wind, Spitze. Was fehlt denn hier? Seltsam, seltsam, seltsam. Dann müssen wir nochmal zurückreiten. Hier dürfte ja jetzt nichts sein. Aber am Strand waren wir doch auch schon, denn der ist nicht eingezeichnet. What? Aber wir können ja jetzt hier oben rum. Ich muss ein bisschen aufpassen bei den Ogern. Hier gibt es auch richtig schön viel. Ah, Trümmerkraut. Und deswegen. Hier gibt es richtig schön viel Eisen und Mithril. Aber meistens in den Höhen drin. Außenrum natürlich auch ein bisschen. Oder will ich jetzt eigentlich gar nicht so viel zeigen? Zugwindspitze ist doch einer von den Spitzen hier gewesen. Was haben wir hier? Den Strand Nebeufer haben wir da unten. Dann Tretzenke. Dein Tretzenke haben wir hier. Nebeufer ist da unten. Es werden wir auch auf andere Art und Weise
erkunden können. Au! Weil es hier unten später noch eine Quest gibt, aber dazu müssen wir erstmal ins Kloster. Auf dem Friedhof. Oh, das ist doch. Nee, das ist noch so valent. Vorsichtig sein, hier sind Elite. Und die kommt auch raus. Da siehst du, dass die rauskommt. Nur mal so als kleinen Tipp, wenn ihr die Quest habt, die Elite zu klatschen. Wartet, bis die rauskommt. Da braucht er nur eine. Denn da drinnen steht noch. Krieg ich so nicht angesiedelt? Da Papa von der. Papa, Ober. Irgend sowas. Ah, Nebelufer. Alles klar, wir können wieder zurück. Da ist sie. Und da siehst du. Großvater. Der Opa. Ja, beide zusammen geht mal ganz schnell das Licht aus. Von dir. Oder von mir. Was ist denn das? Großer Weißenfisch. Nö, brauche ich nicht. Nö. Lass mal hier. Dann, wen sollte man jetzt suchen? Den Baron war das, genau. Ah, das wird auch nochmal lustig. Huch. Original hat auch mehrere Spawnstellen in den Zelten. An solchen Zelten hier. Und da haben wir ihn. Das ist nämlich gar nicht so einfach, den rauszukriegen. Alles weg. Kommt beide her. Ja, Mama, kein langes Federlesen. So kannst du nicht wegrennen. Also ist gleich Schluss. Und hier warten wir ein bisschen. Dann machen wir das so. Rennst du nicht mehr weg. So kriege ich Mara und ja, da umgenutzt und da umgenutzt. Und dann machen wir das ganz einfach so. Naja, kast ruhig. Komm hier. So, machen wir das so und das so. Und ja, da ist der gleich weg. Gelootet, dich habe ich. Ach, da rennst du mir auch nicht weg. Und Matt? Ach so, ja. Die können sich dann zum Schluss noch ein bisschen verwandeln. Und das war früher auch mal wesentlich schwerer. Da haben wir das und das und das und das. Dann brauchen wir nur noch die Zugwindspitze. Und kann ich da jetzt irgendwo hier abkürzen dorthin? Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches ist. Sorry. Aber ich glaube, die. Ne, ich reite jetzt nicht hier oben lang, ich reite jetzt einfach nur quer durch. Was? Nee, das ist so Frostlandspitze. Was brauchen wir hier? Zugwindspitze. Ist das die hier unten, hä? Aber da klappe ich hier mal lieber zu. Hier unten gibt es manchmal einen Ra-Elite-Drachen, der ein paar Level noch höher ist. Der ist nicht genießbar. Hochgebirge. Altraggebirge. Nein, das nächste, was kommt, meine ich. Ja, doch, das ist die Zugspitze. Zugwindspitze. Drache. Ja, sein könnte, dass er da ist. Dass ich es zeigen kann. Nö, ist nicht. Nö. Dann bringen wir mal die Quest wieder zurück. Und ja, die sind alle da unten. Quantensprung.
So, hier wieder ein Terrenzmühle. Gehen wir gleich mal den ganzen Kletterersatz hier ab. Ne, den Kopf nicht, den haben wir uns gerade erst geholt. Klack, 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 klack. Und dann hier. Ich bin von den Verlassenen. Abgeben, Baron Vardus. Infernrobe. Nö. Seid auf der Hut. Du hast nichts mehr, aber vorsichtshalber machen wir mal das an. Unsere Zeit wird was kommen. Benötigt ihr? Die Krone, jawohl. Donnerfels, ehrfürchtig, wir dürfen Kodos kaufen. Die Krone des Willens, töte Tark, Mukrake und Glomus. Vorsicht, mach Feinde ich. Blut oh, ja. Und Donner. Ja, tötet Lord Pirnoid. Machen wir auch. Und jo, dann reiten wir gleich mal wieder hoch. Aldrak, da lang, hier lang. Und, oh, müsst ihr euch nicht angucken, den Weg hier hoch kennen wir bereits. Dann machen wir mal wieder einen Quantensprung dahin. So, wir sind wieder in den Ruinen von Aldrak. Und nehmen trotzdem nochmal mit, um weiter zu skillen. Oh, 136, es geht aufwärts. Ich bin 41, 42 mal 5, sind auf jeden Fall über 200. Oh ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Boah, baba, wo waren die jetzt? Und ach komm. So, und Schnauzeknopf 1. Ja, trifft nochmal. Schnauzeknopf 2. Genau so macht das. Und dann haben wir hier noch ein Bomb, Bomb. Und so rum. Und da fällt er auch um. Ist die Küste wieder da? Ne? Da ist die Gier mit dir. Jawohl. Jetzt weiß ich es nicht genau. Ist der rechts, ist der links? Nein, ich meine nicht die politische Ausrichtung. Ich meine den Typen, wo der steht. Das sieht aus wie Klumpus. Ich bin wieder voll. Yes. Ja. Druff und. Ja, weiter geht's. Los, mach doch mal. Kopf Nummer 1. Ah ja, zum Skillen. Schnauzeknopf zu spät gedrückt. Pack mal den Kopf weg. So, haben wir den auf. Zack und zack. Dann machen wir das mal so. Geben wir uns mal eine Heilung. Noch eine. Da, 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 da. Machst ja sowieso keinen Schaden. Das Haus oder das daneben? Nee, das Haus. Könnten hier auch mal wieder umschalten. Zack, zack. Komm, zu spät. Und zack. Extra 188. Es wird, es wird. Na. Macht weit den meisten Damage, oder? Naja, für ganz große Sachen können wir ja dann auch mal wieder den großen Schreibkönnen auspacken. Das war jetzt schlecht. Dann sollten wir das vielleicht so machen. Und hier meine große und so. Und wieder so. Packen wir das schon runter, sonst habe ich das nur weg. So, und eine Heilung kann schon mal nicht schaden. Und den so und leg dich hin. Ist vorbei. Ist vorbei. Dann kannst du den wieder anziehen, das wieder anziehen. Und ja, mach dich erstmal voll. Trinke ein bisschen was. Schwach. Mann, der läuft aber auch nur wirklich bis hier vor und dreht wieder rum. Wie kann man dem mal sowas mitziehen? Ganz einfach, hast du doch gesehen. Schwachkopf, Schwachkopf.
Was? Wo willst du denn? Komm her. Genau. Gute Wegfindung. Ja. Ist mal nicht so schlimm. Bumm. Mann. Lichtchen. Fehlt mir ein Richtvorteil. Mann. Vollstrecker. Das sind doch die. Oh, die quieken doch wieder wie Mädchen und schreien um Hilfe. Oder sind es die Kriegstreiber, die um Hilfe schreien? Die Firmen hier stehen. Vollstrecken. Jawoll. Die sind das. Nö. Mach mal den. Genau. Was ist das? Eisen. Will ich nicht. Ich will lieber hier runterfallen. Ich muss aber da hinten rein. Du machst mal den. Ich glaube, die kommen sogar als Folgequest. Macht Jens. Oder hat früher Jens dolle Spaß gemacht, wenn du hier vorne hingerannt bist. Bei dem Kriegstreiber. Der ruft um Hilfe. Hier drin rennen zwei Patzungen. Da hast du den am Arsch. Hast hier, wenn du blöd putzt, hier draußen noch eins, zwei am Arsch. Meistens lässt man die ja stehen und hast von hier drinnen. Da kommen sie, siehst du? Ist auch nochmal vier am Arsch. Geht auch ganz schnell das Licht aus. Junge, da haben wir das, da haben wir das. Fischbecker. So, da wollte ich rein. Ein Kriegstreiber. Wie sieht die Mobdichte hier auch hier ein schön derb aus? Sind es sonst so viele hier oben? Kann ich mich hier vorbeimogeln? Ja, die sind ganz sicher nicht. Ach, komm. Moment. Mich im Sichtfeld. Jetzt. Bist du nochmal richtig hopsen? Wobei, die rennen doch gar nicht weg, ne? Erstmal den, den nicht als Schnauzeknopf, sondern nur wegen Mana. Dann nehmen wir mal ein bisschen Leben mit. Was gibt's hier? Ach, immer noch das Eisen. Eisen. Zack, hopf. Und hier ist. Kriegstreiber drin. Mist, wo ist denn der andere? Gucke auf die Karte, ne? Siehst du, dass da Tagskopf ist. Ach. Schwachkopf. Schwach, komm. Hätten wir uns das alles sparen können. Was steht hier drin? Tap. Nö, ich wollte nur Extra Skill, ne? Also, hat man ja gesehen. Da brauchen wir Leben. Und eine Reihe. Was? Pariert. Pump. Da. Schon wieder. Was? Donnerknall. Es ist ein Krieger. Da haben wir den Kopf auch. Hier noch einen angefangenen Stack. Das ist egal. Das rollen wir dahin. Und ich muss zurück. Ach nee, wir haben ja noch den. Aber den Weg kennt er ja auch schon, ne? Komme ich hier abgekürzt irgendwo? Nein, hier ist noch einer, der questet. Ah. Einer, der sich ziehen lässt. Nee, hier kriege ich nicht. Wo sind wir denn hier? Aber hier können wir hier oben drüber hüpfen. Und machen den dann. Schwupp. Siehst du. Doch schon. Hier gibt es nämlich auch noch einen Raum-Mob. Aber der ist weiter hier hinten. Nein, ich kenne nicht jeden einzelnen Raum-Mob mit Vornamen oder wo er steht. Aber einige. So, und dann sind wir hier unten wieder. Nein. Hier auch wieder ein bisschen aufpassen. Nicht so spackenhaft, wie ich hier rumspringe. Denn hier siehst du wieder. Na? Stealth-Muck. Zack. Zack. Und alles wegrennen. Also im Normalfall mit dem Richturteil der Gerechtigkeit arbeiten. So zum Beispiel. Dann kann man auch den zünden.
Dann nehme ich nicht mal weg. Und so, da haben wir alles wieder beisammen. Und dich pull mal gleich mal so. Jens, besonders hier vorne aufpassen. Hier rum 3, 4, 5, 6, 7. Also im Haus rennen auch nochmal etliche rum, die im Stealth sind. Also im Verstohlenheitsmodus. 9 Stärke, 8 Ausdauer und Platte. Ja, damit. Meins. Erste Plattenteil. Da haben wir schon mal einen. Matt verfehlt. Mhm. Jawohl. Aber da rennt schon mal nicht mehr weg. So, Perinoid ist übrigens oben drin. Hier unten ist noch eine Schurkenkiste, da steht noch ein anderer NPC. Ah, siehst du, versucht zu flüchten. Kommt noch mal so. Ach ne, ist auch schon umgefallen. Dann machen wir das bei dir so, dann geht das ein bisschen schneller. Ja, du wirst auch schon wieder von links irgendwo. Ja. So, hier nochmal entgiften. Da ist auch noch einer. Jawohl, dann nehmen wir uns noch eine Heilung. Oh, das reicht bis zum Schluss, jawohl. Da ist der nächste. Was ist dir noch? Jawohl, gebe ich mir noch eine Heilung. Schade. Das Richturteil haue ich zu gern raus. Oh, da hinten steht die Schurkenquest. Nugget. Nein, ich möchte lieber richten. Jawoll. Gibt einfach noch Mana wieder. Hier ist. Noch einer vom Syndikat. Jawohl. Da kommt noch ein Schurke dazu. Dann machen wir das mal so rum. Könntest jetzt auch langsam mal wieder blocken. Ja, so und so. So. Und nochmal so. Und dann kannst du gleich nochmal hin. Und dann holen wir ihn. Bum, 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 bum. Nein, du hältst dich nicht. Brock! Brock! Gut, dann eben nicht. So, und nicht vergessen, bei der abgeben. Dankeschön fürs Level Up. Bringt Taretas, nicht Tabetas, sondern Taretas Anhänger zu Krusk nach Tarans Mühle im Vorgebirge des Hügellandes. Und dann gibt es schwere Rüstung. Oh, 8 Stärke, 8 Ausdauer, da werden wir auch wieder wechseln. Schönen Tag auch. Jo, dir auch. Wir hatten Level Up. Und das hatten wir. Nehmen wir jetzt schon die Buße mit. In Fanatismus müssen wir sowieso. Ja, komm, nehmen wir die Buße. Ja, dann können wir zur Not auch nochmal einen Stunnen, der kein Damage kriegen darf. Raus hier. Fort hier. Hier kennen wir alles. Jo, ich sag mal Quantensprung und wir sehen uns wieder in Terrans Mühle. Bis gleich. So, hier wieder zurück in Terrans Mühle. Ja. Melli Rasa. Die Köpfe. Jawohl, 9000. Tötet Morg Toll. Das war der von eben, oder? Bringt seinen Kopf mit der Krone des Willens zu Melli Rasa. Jo, mach mal. Fürstin. Dir drücke ich jetzt das noch in die Hand und krieg genau die Schultern. Die ziehen wir auch gleich an. Für die Horde. Für die Horde, ja. Ach, hier gab es ja noch das Schild. 19, 10 Ausdauer, da verliere ich immer Stärke. Das ist schlecht.
Aber noch 500 Rüstung dazu. Oh, gib her. Hm. Def, Verteidigung, Blocken. 4,8%, 4,8%. Ja, lass mal das. Nee, ich heb's noch auf. Das möchte ich mir noch ein bisschen angucken. Das haben wir auf jeden Fall gewechselt. Da haben wir nur 2 Beweglichkeit verloren. Ja, aber dafür 2 Ausdauer. Gut, Beweglichkeit ist auch ein bisschen Rüstung. Die haben wir über die normale Rüssi wieder. Ein bisschen Crit, oder? Da müssen wir in den Nahkampf gehen. Nicht Grundwerte in den Nahkampf. Kritisch 16,97 und 17,12. Jawohl. Aber darauf verzichte ich. So, dann, ja, sollen wir den hier oben wieder killen. Ja, das machen wir noch. Aber dann machen wir wieder Quantensprung, dort hoch, bis gleich. So, da stehen wir jetzt hier oben vor Muktol. Ich habe mich mal mehrfach hier durchgeboxt. Wir sind immer noch hier oben und stehen jetzt, vor dieser kleinen Festung sozusagen. Hier war gerade derjenige wieder, der sich selbst gezogen hat. Und damit konnten wir das nicht so schön machen wie sonst. Und ich zeige jetzt einfach nur noch, wie wir hier wieder rauskommen. So und so und so und so. Und da haben wir das wenigstens auch noch geschafft. Warum ich hier so vorsichtig lang renne? Weil hier immer noch überall die Kriegstreiber stehen und die auch wirklich einer den nächsten pullen. So, da haben wir das hier auch. Und Quantensprung nach Terrenz Mühle. So, hier wieder in Terrenz Mühle. Wir kennen es bereits. Hier gehen wir mal wieder ab. Jawohl. Bringt die Krone des Willens zu Charlindra in Unterstadt. Und wir kriegen einen Halt. 5 Stärke, 4 Beweglichkeit, 6 Ausdauer. Besser wie meiner. Also, Quantensprung nach Unterstadt. So, jetzt hier in Unterstadt. Im Apothekerviertel hier. Was jetzt? Da können wir gleich die Krone abgeben, uns den Hals holen, 10.000 EP sichern. Ja, damit hier unten habe ich mal ein bisschen aufgeräumt. Das schicke ich dann noch an den Heiler. Das war die Quest fürs Kloster, jawohl. Hier drüben haben wir doch noch ein Paladin-Lehrer. Ja, na klar, hier komm. Ja, kannst du mir gleich wieder ein bisschen was beibringen? Was war denn das? Reinigung des Glaubens, Seelen der Macht. Lebt wohl. Der wurde automatisch aktualisiert, richtig? Jawohl, 162. Aha. Mach gleich mal doppelt so viel. Achso, 130, alles klar. Dadurch, dass wir den geskillt haben, wird das hier oben nicht mit angezeigt, wird aber auch richtig gebufft. Und Reinigung des Glaubens ersetzt dann Läutern. Weil hier haben wir einen Krankheitseffekt und einen Gifteffekt. Und dann kommt noch einmal Magie mit dazu. Gift, Krankheit, Magieeffekt. Jawohl, wird ersetzt. So, dann sind wir hier durch. Quests haben wir soweit nicht mehr. Die haben wir noch, das ist klar. Aber da sehen wir uns dann im Arati-Hochland wieder. Aus dem Vorgebirge sozusagen hier runtergeritten, da reingeritten. Hier waren wir schon. Hier oben sind dann die 3. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Hammerfall wieder. Nehmen dort die Quest an und fangen dann an hier zu questen. Ach nee, haha. In der nächsten Questfolge sehen wir uns dort. Denn die nächste Folge, wenn ich mich recht entsinne, müsste Burg Shadowfang sein. Aber bis dahin muss ich mir noch das Tankbild rausziehen. Machen wir schon. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen und vor allem fürs Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment. Patchstand Bottle K auf dem Privatserver Rising Gods. Bis dahin, auf Wiedersehen und
Schesikowski.